TSV 1860 München hat Rob Flynn als neuen Trainer eingestellt. Es ist endlich soweit, es ist der 15.12.2020 und heute startet endlich die Darts-WM. Oh boy, Zeit wird es und zur Darts-WM werde ich für alle Oldschool-Hasen und ich hoffe auch, dass ich damit noch eine Menge neue Leute begeistern kann, wie vor 6 Jahren das Meistertrainer-Projekt zurückbringen. Sehr, sehr, sehr geil. Das Meistertrainerprojekt ist ein textbasierter Fußballmanager aus dem Jahre 2001, die Saison. Und der ist extrem geil. Bis heute, bis 20 Jahre später, genauso wie Anstoß 3 eigentlich sehr beliebt. Nimmt sich ein bisschen ernster als Anstoß 3. Also hier geht es wirklich um Erfolge und nicht um irgendwie, keine Ahnung, wahnwitzige Sachen. Aber ich habe es so spannend wie irgendwie möglich für euch gemacht. Die Teamvorstellung gibt es nachher im Stream. Ich habe mir ein absolutes Dream-Team gemacht. Die Aufgabe war es, ein Team zu erschaffen mit 11 Ü30 Spielern und 11 20 bis 30 Spielern und eine Amateurmannschaft mit 16 bis 20-Jährigen quasi zu machen. Und die ganze Bundesliga besteht aus absoluten Top-Mannschaften mit der Creme de la Creme vom Best of VfB bis zum Best of BVB, Bayern etc. Nur so Sachen wie Best of Freiburg, naja, gibt's nicht. Es gab 2000 einfach kein Best of Freiburg, ja. Und deswegen habe ich auch mit Werner Lorenz die Löwen übernommen, denn die haben 2000 auch kein Best of. Die waren 2000 das beste Löwenteam seit 66. Ich habe mir mein persönliches Creme de la Creme-Team gemacht. Mal gucken, was wir damit erreichen werden. Ich möchte diesen Spiel schon über viele Jahre hinweg spielen. 7, 10 Jahre. Wirklich die ganze Darts-WM über werde ich, während ich auf diesem Screen, der für euch natürlich im Stream verpixelt ist, weil ich natürlich keine Rechte habe, die Darts-WM für euch zu übertragen, aber damit ihr seht, auf was ich, dass ich da reagiere drauf. Ich werde auf die Darts-WM reagieren und nebenbei hier auf diesem Screen ein bisschen rumklicken, textbasierend eben den Manager spielen, weil ich möchte natürlich die Darts-WM gucken. Normalerweise, zum Beispiel letztes Jahr, habe ich sehr viel die Darts-WM einfach nur gechillt auf der Couch geguckt und habe super wenig gestreamt. Und dieses Jahr möchte ich es genau andersrum machen. Ich möchte super viel streamen, aber trotzdem die Darts-WM gucken. Also streame ich was Seichtes wie diesen Fußballmanager und kann aber nebenbei gucken und das Ganze mit euch verfolgen und reagieren. Ich denke, das wird sehr, sehr geil. Für euch auch jetzt nochmal, wer rechtzeitig ist, letzte Chance im Darts-WM-Tippspiel mitzumachen. Es gibt diesen unglaublich geilen Pokal von mir zu gewinnen für den Tippspiel-Sieger. Also es lohnt sich. Unten in der Videobeschreibung ist der Link dazu. Kommt vor allem auf unseren Discord. Das gilt vor allem für die Subs meines Livestreams. Ich hab gehört, es lohnt sich. In dem Sinne. Es geht jetzt im Moment, wo das Video online ist, schon los mit dem WFB-Pokal. Aber um 18.30 Uhr tauchen wir ein in die WM. Schaut vorbei. Das ist der Streamplan im Übrigen für die gesamten restlichen Tage des Jahres. Das ist der Plan. Und das wird extrem geil. Ich erwarte euch. Ich hoffe auf eine geile Party. Jeden Tag. Darts-WM hat keine Fans. Außer heute. Was dumm ist. Darts-WM hat keine Fans. Das heißt, die Stimmung machen wir. Ich freue mich auf euch.